Hey, ich zeig dir heute, wie du unendlich Geld in Notruf Hamburg verdienen kannst. Du musst einfach zum Dealer fahren und dir einfach mal ein paar Bomben kaufen, Freunde. Ich kaufe mal 3 Stück, Freunde, und jetzt geht's los ans Geld verdienen. Unser Weg führt uns als erstes zum Containerschiff. Ich habe gerade 76.860 Euro und ihr könnt das einfach ganz einfach nachmachen, indem ihr einfach auf einen leeren Server geht und dann einfach hier alle möglichen Raube macht. Ich raube jetzt zum Beispiel hier den Container aus. Da ist natürlich der Loot nicht ganz so gut, wenn wir nicht so viele Polizisten haben. Aber das ist schon okay. Wir können hier einfach die Sachen trotzdem looten. Da wir jetzt ja keine Polizisten haben, ist das auch ziemlich entspannt, dass uns natürlich auch keiner angreift. Und jetzt können wir einfach zum nächsten Einsatz fahren. Zum Beispiel könnten wir hier jetzt auch noch, anstatt Geld auszugeben, den Automaten einfach ausrauben. So einen Keks, der kostet auch schon 900 Euro, genauso wie so eine Red Bull Dose. Und da würde ich sagen, verdienen wir jetzt zwar kein Geld, aber wir sparen wenigstens. Aber jetzt fahren wir doch mal irgendwo hin, wo wir Geld kriegen, damit wir unendlich Geld in Notruf Hamburg verdienen können. Und zwar fahren wir jetzt hier zur Bank von Notruf Hamburg. Wir machen hier einen kleinen Stepper rein zum Tresorraum. Und da wisst ihr, Freunde, was hier abgeht. Hier geht die Bombenstimmung ab, Freunde. Wir legen eine Bombe, explodieren sie. Oh, 3, 2, 1, boom! Ha, let's go. Hier sind zwar leider auch nicht so viele Goldbarren drin, aber hey, die geben trotzdem noch ordentlich Cash. Also warum nicht einfach die ganze Bank ausrauben, schön in Ruhe, Tür aufmachen. Das nehmen wir mit. Ja, komm, die Musik im Hintergrund, die kann uns gar nicht interessieren, weil wir brauchen gar keine Angst haben, dass irgendjemand kommt. Der Server ist leer, nur wir sind hier drauf. Und deswegen können wir das ganz entspannt ausrauben. Da vorne ist noch ein Goldbarren und auch noch ein bisschen Geld. Also den Goldbarren nehmen wir natürlich auch noch mit. Und das Geld nehmen wir natürlich auch mit. Gar keine Frage. Und jetzt rennen wir einfach raus. Wir rennen nicht, weil wir vor der Polizei wegrennen, weil die gibt es ja eh nicht. Wir rennen einfach, damit wir schneller zum nächsten Raub kommen. Denn der nächste Raub ist nur die Straße runter. Achtung, wir müssen natürlich trotzdem auf die Blitze aufpassen, dass die uns nicht unser geklautes Geld wieder abziehen. Hier ist nämlich der Juwelier. Motor ausmachen, Benzin sparen, Freunde, ihr wisst es. Und jetzt kannst du hier einfach reingehen. Okay, da ist gar nichts drin. Hier ist aber was drin. Das können wir ganz entspannt mitnehmen, Freunde. Einmal draufkloppen oder ein paar Mal raufkloppen. Und jetzt kannst du hier einfach ganz in Ruhe den Juwelier ausrauben. Ausrauben, ausrauben und ausrauben. Natürlich ist das ganz einfach, wenn du in einem Kartell zum Beispiel bist, dass euer Kartell einfach einen ganzen Server voll macht. Keiner wird Polizist. Und dann könnt ihr euch einfach da richtig, richtig Geld erfarmen. Das geht natürlich auch und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Idee, um richtig viel Geld in Notruf Hamburg zu kriegen. Also wir machen den Juwelier natürlich trotzdem ganz leer. Ich glaube, wir haben hier alles ausgeraubt. Und jetzt geht es direkt zur nächsten Station, Freunde, weil wir haben nämlich noch mehr. Dazu fahren wir einfach diese Straße hier runter. Und da vorne auf der rechten Seite, da ist das schon längst unser nächstes Ziel. Wir werden nämlich jetzt als nächstes die Gas and Go ausrauben, Freunde. Das ist doch ganz klar. Wenn man hier schon auf dem Server ist, dann nimmt man alles mit. So, einmal anhalten. Los geht's, Freunde. Und ab geht die Party. So, und ausrauben. Es gibt aber noch andere Tricks, ne? Man muss nicht nur ausrauben. Man kann auch anders hier richtig viel Geld verdienen. Aber das zeige ich dir gleich. Also, wir sammeln hier das Geld ein. Sammeln hier das Geld ein. Dafür kriegen wir ja auch immer schon ein bisschen was. Ich hole mal mein Handy raus. Ja, also wir kriegen auf jeden Fall Geld. Und wir sammeln das hier ein. So, da vorne ist noch ein Geldbarren. Den nehmen wir natürlich auch mit. Und hier zum Keks kostet, also ein Energy Drink kostet 800 oder halt 900 Euro. Das ist schon ziemlich viel. Da ist es auf jeden Fall ein Schnapper, hier mal schön auf dem leeren Server das alles auszurauben. Aber als nächstes müssen wir natürlich auch auf die andere Seite von Notruf Hamburg fahren und dort natürlich auch die Sachen ausrauben. Also hier nachts ist es natürlich gut, wenn die Ampeln schön aus sind. Kannst du einfach so, ohne Angst zu haben, geblitzt zu werden, einfach hier aussteigen. Los, rein da und schon draufhauen, den ersten Hit direkt mitgeben und die Tankstelle ausrauben. Das ist so nice. Also einmal mitnehmen, mitnehmen. Den nehmen wir auch mit. Da ist noch ein Geldbündel, die guten 100-Euro-Scheine. Also mitgenommen, Freunde, let's go. Und jetzt geht's ab zum nächsten Raub, nämlich der Werkzeugladen. Und da müsst ihr einfach nur hier geradeaus rüberfahren. Ist eigentlich ganz easy. Ich weiß gar nicht, warum ich mir den Wegpunkt gesetzt habe. Dann kann ich einfach so über den Schmuggelweg rüberfahren. Und da vorne ist er schon, der Werkzeugladen. Einmal aussteigen
Und jetzt direkt wieder raufhauen. Bam, bam, eine mitgeben und jetzt noch zwei, eins, zwei und auf geht's. Das Geld fliegt dir hin, man muss es nur noch einsammeln. Ist natürlich alles ein bisschen effektiver, wenn du einfach deine Freunde fragst, ob die ihren Account einfach AFK hier auf den Server stellen. Weil du dann damit natürlich ein bisschen mehr Geld kriegst. Also vielleicht sollte man diese Methode nicht nur unbedingt auf einen leeren Server machen. Vielleicht könnte man das auch auf einen Server machen, ja, wo schon ein paar Leute drauf sind, aber wo einfach keiner Polizist ist. Das sieht man ja übers Handy. Wir haben den Werkzeugdealer ausgeraubt, die Ares-Tankstelle. Wir haben den Juwelier, die Gas & Go, die Bank und den Containerhafen ausgeraubt. Aber Freunde, jetzt sind wir schon so lange unterwegs, dass wir den Containerhafen schon wieder ausrauben können. Also fahren wir da einfach mal hin und werden jetzt nochmal den Container ausrauben. Ich habe nämlich noch zwei Bomben und die wollen natürlich auch noch losgeschickt werden. Also ab zum Container, ey. Das ist so cool, wenn man weiß, hier kommt einfach keiner. Wir können da jetzt ganz entspannt hingehen und den ausrauben. Also Bombe anbringen, hinsetzen und 3, 2, 1 und boom. Sehr gut. Oh, hier ist wenigstens ein bisschen Geld nochmal drin. Das nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Mitgenommen und mitgenommen, mitgenommen. Let's go. Let's go, Freunde. Und dann kannst du einfach ganz entspannt ohne Probleme hier wegfahren. Dann wollen wir mal wieder der Bank einen kleinen Besuch abstatten und schon mal schauen, ob wir nicht schon wieder vorbeikommen können. So einen kleinen Besucher. Ja, die Bank ist wieder grün, Freunde. Wir gehen hier rein, setzen natürlich die Bombe. Manchmal muss man ein bisschen warten, aber das ist schon okay. Und die Bombe explodiert. Und jetzt gehen wir natürlich wieder rein. Hier holen wir natürlich mindestens 3 Goldbarren raus. Oh, das ist so nice. Die können wir ja auch noch verkaufen. Das ist ja so gut. Wir haben noch gar nicht mal das maximale Geld erreicht. Das heißt, wir können gleich auf jeden Fall auch noch wieder den Juwelier ausgrauben. Was natürlich auch ziemlich fresh ist. Weil da natürlich auch noch ein paar Sachen sind, die wir beim Schmuggler, beim Dealer natürlich verticken können. Da brauchen wir nicht mal großartig Angst haben, von der Polizei erwischt zu werden. Also hier nochmal rein, den nochmal mitnehmen, den auch nochmal mitnehmen. Und so, fertig ist die Kiste. Und da vorne ist der Juwelier. Aussteigen. Und hier im Juwelier können wir schon wieder was ausrauben. Wir können hier einfach raufhauen, Freunde. Und let's go. Einmal raufkloppen und jetzt können wir wieder was mitnehmen. Das mache ich mal eben schnell. Und dann sehen wir uns sofort wieder, würde ich sagen, beim Dealer, beim Schmuggler. Ich glaube, ihr habt das verstanden. Wie man hier in Notruf Hamburg unendlich Geld verdienen kann. Wir sind hier jetzt beim Dealer und wollen natürlich noch ein bisschen was verkaufen. Wir haben das Juwelier, was wir verkaufen können, für 500 jeweils. Und natürlich Gold. Wir haben schon gemacht in der kurzen Runde $15.000. 15.000 Euro, okay. Wir haben jetzt einfach 30.500 Euro gemacht, weil hier das gestohlene Geld, das beinhaltet nicht die Juweliere und das Gold, was wir geklaut haben. Also das war jetzt echt nicht lang. Ihr seht es ja selber, wie lang die Aufnahme ist. Ich mache hier noch ein bisschen weiter und ich würde euch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut jetzt das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao!